Der Eingang nach Ara liegt hinter diesen Klippen, an der Fluchküste. Wir müssen sicherstellen, dass Truppen und Vorräte des Pakts ungehindert durch Malchors Sprung dorthin gelangen. Wir haben 4 Orte identifiziert, mit denen das gewährleistet werden kann. Unser Ziel besteht darin, dass diese Stützpunkte unter der Kontrolle des Pakts bleiben. Also offensichtlich wieder ein Gebiet, wo man auf hohem Level halt kämpfen kann. Also wenn man Level 80 ist praktisch, oder ein bisschen darunter, dass man dann halt kämpfen kann da. So stelle ich mir das jetzt vor. Ich gehe mal davon aus, dass es so sein wird. Kann natürlich auch anders sein, aber hier sieht es ein bisschen, wobei wirklich besser als drüben in der Meerenge der Verwüstung sieht es ja auch nicht aus. Ich bin froh, wenn ich das hier durch habe, muss ich ja zugeben. Weil, wie gesagt, es sieht halt nicht gerade sehr toll aus und Aufgaben gibt es hier auch nicht unbedingt. Deswegen ist das eher ein bisschen langweilig. Weil irgendwie nichts passiert, außer dass ich die ganze Zeit nur rumlaufe. Das ist ein bisschen doof. Die ist unumkämpft. Diese Statue da unten, das hilft mir jetzt aber im Moment auch nicht unbedingt weiter. Ich muss da oben auch nochmal hin, warte mal. Ich gehe jetzt mal hier Richtung... Alter, Hilfe. Ich sehe nichts. Wo bin ich? Hier bin ich. Jetzt, Alter, kann man denn nicht mal in Ruhe einfach mal durchlaufen? Meine Fresse, das gibt's doch nicht. Na komm schon, jetzt lass mich doch mal, Alter. Diese Drecks-Erdelementare. Also wenn man einfach nur durchlaufen will, ist das schon teilweise echt ein bisschen nervig. Ich weiß ja nicht, ob ich mich vielleicht einfach nur zu viel aufrege über dieses Spiel. Ich kriege ja auch immer, mir sagen Leute immer, ich reg mich immer so schnell auf oder ich beschwere mich immer so schnell. Aber es ist ja auch ein bisschen doof schon auf Dauer, wenn du dauernd irgendwo aufgehalten wirst. So, ich hoffe, hier bin ich richtig. Hier ist zumindest eine Sehenswürdigkeit. Ah, okay. Trümmer der Quaschvian. Oder doch Quaschvian oder Kaschvian. Oder wie auch immer man das aussprechen soll. So, was bist du denn? Ich vermute nicht sehr gesund. Sieht zumindest nicht so aus. Keine Ahnung, was das da ist. Und wieso das hier so trostlos ist und wie ich da hochkomme, weiß ich auch noch nicht. Außerdem sieht das hier alles sehr verwirrend aus. Komme ich hier hoch? Komme ich da? Nee, komme ich nicht lang? Okay, ich probiere es mal hier irgendwie. Hoch, jetzt geh doch mal... Nein! Ah, verdammt, jetzt geh doch mal da hoch. Jetzt will er nicht. Mann, jetzt... Ah, diese Spektralwache, die kotzt mich auch schon wieder an. Lass mich in Ruhe einfach mal. Ich will doch jetzt mal probieren, da hochzukommen. Mann. Muss doch gehen hier. Ich muss irgendwie... Ja gut, ich könnte natürlich auch da hinten einfach raufgehen. Aber jetzt mache ich trotzdem mal die Spektralwache hier platt. Die sowieso nur noch aus Luft Luft und Waffen besteht irgendwie. Gut, also hier geht's auch hoch. Dann brauche ich mir da vorne nicht die Mühe machen. Die Frage ist nur, wie geht's zum Aussichtspunkt? Wo ist er denn? Da oben ist er irgendwo. Und da oben komme ich irgendwie hin. Und zwar indem ich hier rüfflaufe, glaube ich. Ja, das sieht nicht richtig aus. Mist. Warte mal, hier vielleicht? Nee, hier komme ich auch nicht hoch. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich hier hochkomme. Ich werde es bestimmt irgendwie rausfinden. Oh, das ist aber sehr steil hier. Unerwartet steil. Das hilft mir nicht weiter. Vielleicht hier lang? Vielleicht hier rum oder so? Oder hier Wodka oder so. Weil rum ist auch immer blöd auf Dauer. Ja, sieht scheiße aus. Verdammt. Sag mir, wie komme ich jetzt hier? Soll ich jetzt hier rüber oder was? Nee. Okay, so soll ich auch nicht... Hä? Ich weiß echt nicht, wie ich da jetzt raufkomme. Wahrscheinlich irgendwie von der anderen Seite. Weil von hier aus sehe ich jetzt gerade keinen wirklichen Weg. Ich probiere mal mein Glück in dieser Richtung hier. Weil irgendwie muss ich ja raufkommen. Sonst hätten die ja da keinen Aussichtspunkt hingepackt, wenn man nicht raufkommt. Ist klar, ne? Irgendwie logisch. Vielleicht hier irgendwie durch. Hier bin ich zumindest schon etwas höher, so wie es aussieht. Die Frage ist nur, wie komme ich noch weiter nach oben? Ach Mann, ey. Was willst du von mir? Jetzt bin ich auch noch eingefroren. Oder angefroren zumindest. So ein bisschen.
Stirb, auferstandener Verderber. So. Komm, ich habe keine Zeit. Ich muss heute noch, oder morgen, noch, Dings hier runterladen. Sag. Na. Wie heißt das Ganze? Na. Ich kann es euch gleich sagen. Super Mario 3D World muss ich noch runterladen und dann aufnehmen. Und da kommt auch nochmal was zusammen, was ich noch tun muss. Das dauert alles etwas. So, hier bin ich zumindest schon mal einigermaßen richtig scheiße. Komme ich jetzt hier nochmal wieder hoch oder hänge ich jetzt hier? Jetzt muss ich den Weg nochmal laufen. Warte mal. So. Schnarch. Okay. Also muss ich nicht hier hin, sondern ich muss irgendwie... Ach Mann. Hier rauf. So, und dann von hier aus wiederum. Hä? Ich verstehe das nicht. Jetzt bin ich hier. Ja, wie komme ich jetzt darauf? Irgendwie hier auch nicht. Hier sind zumindest Zypressen. Oder ein Zypressen-Schössling. Sieht eher ein bisschen... Ich weiß nicht, ob die so wirklich so aussehen im echten Leben jetzt. Was ist das denn hier? Es leuchtet. Huch, aua. Welchen Teil von nicht anfassen habt ihr nicht verstanden? Ja, wie war das nochmal? Nicht anfassen? Heißt das also, ich darf es auch nicht berühren? Oder heißt das nur, ich darf es nicht anfassen? Also darf ich es jetzt anfassen oder wie? Ich habe das nicht so ganz verstanden. Hä? Verstehe ich nicht. So, verstehe ich nicht. Nee, hier ist der Aussichtspunkt. Yeah. So ein bisschen komisch mit diesen Bodentexturen, die so kratermäßig sind. Das ist ein bisschen verwirrend, muss ich ja sagen. Aber okay. Es geht eigentlich. Ist auch mal eine Herausforderung, das zu finden. Wobei es eigentlich nicht wirklich eine Herausforderung ist, sondern eher eine Aufgabe, oder es dauert halt einfach, das zu suchen. Mehr ist es ja eigentlich nicht. Wirklich aufwendig oder herausfordernd ist es ja nicht. Wenn man weiß, wie weit man springen kann und so, geht das eigentlich. Wo muss ich denn jetzt noch hin? Da hinten muss ich hin. Hier oben ist noch was. Da war ich noch gar nicht, siehst du? Aber ich muss auch... Wo bin ich überhaupt? Da bin ich jetzt. Ich muss auch irgendwie darüber. Ich guck mal, ob ich da irgendwie hinkomme. Ansonsten, ich weiß auch nicht, ob ich die Gebiete hier wirklich machen soll. 21% schon, krass. Schaffe ich vielleicht sogar heute noch. Könnte aber knapp werden. Schauen wir mal. Wenn ich mich nicht allzu dämlich anstelle und nicht wieder irgendwo... dauernd sterbe oder in irgendwelche Kämpfe verwickelt werde, in die ich gar nicht verwickelt werden möchte, dann sollte das eigentlich möglich sein. Theoretisch. Wie es praktisch aussieht, weiß ich nicht, was denn hier schon wieder los. Auch nicht das schon wieder. Mann, so ein blödes Katapult muss ich mal kaputt machen. So, das mache ich mal nicht, das nicht Katapult, sondern Katapult. So, ganz einfach. Mein Gott, wie viel Leben hat so ein Katapult? Das gibt's doch nicht. Da ist noch eins. Na komm schon, Katapult. Jetzt kommen natürlich alle auf... Ach komm, weißt du. Ich laufe jetzt mal. Das Katapult regeneriert sich ja wahrscheinlich nicht. Tadalus entdeckt. Ach, jetzt reicht's mir aber mal. Jetzt lasst mich doch mal alle in Ruhe. Mann. Ich will einfach nur durch. So. Wenn irgendwer das Event macht, bin ich zumindest... habe ich zumindest dran, mich dran beteiligt. So. Indem ich das Katapult gehauen habe. Jetzt bin ich hier, okay. Wie ich da oben raufkomme, weiß ich noch nicht. Das werde ich schon irgendwie rausfinden, vermutlich. Hier ist noch eine Zypresse, die nehme ich auch nochmal mit. Ist bestimmt nicht schlecht. Zypressen, sind das nicht Zitrusfrüchte? Sind die nicht so sauer wie Zitronen irgendwie so? Bloß in einer anderen Farbe vielleicht? Ich weiß es auch nicht genau. Oder waren das wiederum Limetten? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich damit nicht so aus. Tja. Was ich gerne esse, sind Ananas. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht, aber Ananas sind echt lecker.
Vor allem so ein Pizza Ananas oder so eine Ananas-Pizza, also so Pizza Hawaii oder so. Oder mit nicht mit Dings, mit Schinken, sondern mit Hähnchenbrust oder so. Oder so Hähnchenstücken halt. Ach Mann, jetzt lass mich doch mal. Alter, was ist denn hier los? Ich kann hier nicht in Ruhe einfach mal durchlaufen, weil ich immer angegriffen werde. Das ist ja eine Katastrophe, ey. Und vor allem kann ich trotzdem nicht. Ich überlebe das ja nicht mehr, weil ich dauernd irgendwo. Das kann doch nicht sein. Ich muss erstmal zu Weg. Alter. Meine Fresse, mache ich irgendwas falsch? Bin ich zu schlecht in dem Spiel? Habe ich irgendwas nicht verstanden? Oder woran liegt das jetzt? Ich muss mal diese Wegmarke entdecken. So. Ist die. Die ist, natürlich ist die auch umkämpft. Ist doch klar. Warum denn auch nicht? Ist doch immer so. Mann. Okay. Ein auferstandener Verweser. Dich kriege ich doch bestimmt tot. Oder nicht? Vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt auf das gleiche Level wie der Mob runtergestuft wurde. Und ich das sonst immer gewohnt bin, dass ich zwei Level drüber bin. Oder teilweise auch drei. Oder manchmal auch nur eins, aber zumindest drüber. Und jetzt sind die auf dem gleichen Level. Und außerdem ist mein Hammer. Ich habe das Gefühl, dass mein Hammer nicht so geil ist. Ich hätte viel lieber ein Großschwert, auch weil ich das geskillt habe, glaube ich, dass ich damit mehr Schaden mache. Aber dass ich die ganze Zeit kein Großschwert finden würde, hätte ich nicht gedacht. Im Schatten dieser Statue schlägt das Herz schneller. Ihre Macht geht von den Augen aus, die vor Leidenschaft sprühen und dazu aufrufen, sich nie zufrieden zu geben und nach immer noch mehr Stärke und Tapferkeit zu streben. Das Problem ist, dass ich hier die ganze Zeit bombardiert werde von irgendwelchen Sachen. Warum werde ich hier dauernd bombardiert? Verstehe ich nicht. Was ist denn das? Ich brenne auch die ganze Zeit. Wer schießt denn hier auf mich? Das weiß ich auch nicht. Wo kommt das her? Frag mich nicht. Ach, da ist auch wieder was. Habe ich wieder was übersehen? Muss ich auch noch entdecken. Gut. Hier soll ich auch nicht anfassen wahrscheinlich. Hier geht's nicht weiter. Sieht nicht so aus. Okay. Ich vermute, hier geht es doch irgendwie weiter, aber ich weiß nicht, wie ich da jetzt raufkomme. So offensichtlich nicht. Wahrscheinlich über diesen Umweg hier oder so. Keine Ahnung. Ja, Mann, diese Auferstandenen. Also irgendwann ist es einfach nur noch übertrieben. Weißt du, dass alles voll mit Auferstandenen ist. Ich weiß auch nicht. Tja. Na gut. Daran kann ich aber auch nicht viel ändern. Ich kann die natürlich töten, die respawnen dann sowieso wieder irgendwann, aber naja, zumindest habe ich sie dann getötet. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich so wenig Schaden mache. Ich weiß es nicht, mache ich wenig Schaden? Das kann natürlich, natürlich sein. Tja, mal sehen, ich töte den hier einfach mal und den hier auch. Ich brauche vor allem auch bessere Ausrüstung. Ich kriege die ja nicht so einfach. Die gibt es ja nur über Karma. Und dann halt auch nur an einem bestimmten Punkt immer. Und den muss man erstmal freischalten. Ich glaube, es war beim Tempel des Balthasar da drüben in der Meerenge der Verwüstung. Da hatte ich ja schon mal was geholt. Also Ausrüstung. Und da brauchte ich auch sehr viel Karma. Und wir mussten auch vorher den Tempel natürlich erstmal einnehmen. Sonst ging das nicht. Ach Mann, ey. Echt, ey, muss das sein? An jeder Ecke so einen Untoten platzieren. Warum? Echt mal. Ich bin müde, man merkt das hoffentlich nicht. Wahrscheinlich doch. So, stirb, auferstandene Adlige. So, ein poröser Knochen, okay. Den brauchen wir nicht. Ich nehme mal das Mithril hier mit. Oder doch, Mithril habe ich es jetzt genannt. Ja. Ich hatte mich mit mir selber gestritten, wie ich es nennen soll. Mich darauf geeinigt, dass ich das Mithril nenne ab sofort. Auch wenn es falsch ist. Oder Mithril. Nee, Mithril wollte ich es nennen. Genau, Mithril. So. Oder Mithril? Nee, Mithril. Mithril ist, glaube ich, richtig. Ach Mann, das ist echt. Ich weiß nicht, wie man es aussprechen soll. Keine Ahnung. Tja, was gibt's sonst noch Neues? Also neu ist es ja jetzt nicht. Ich habe jetzt, also wenn die Folge rauskommt, ist es nicht neu. Aber ich habe jetzt mal geguckt.
dass ich irgendwo einen Server finde, wo ich die Videos drauf hosten kann, das ist nicht einfach, muss ich sagen. Jetzt habe ich zumindest ein mal angefragt bei einem, der Housing anbietet, wo du praktisch deinen eigenen Server ins Rechenzentrum stellen kannst. Also du kaufst dir halt einen Server, baust den zusammen irgendwie und stellst ihn dann ins Rechenzentrum und fertig. Soweit die Theorie. Praktisch kostet das natürlich auch was, ist klar, die Stromkosten alleine schon. Aber auch Traffic und so weiter, ne? Und der Platz natürlich, der kostet auch. Aber es müsste theoretisch möglich sein und wahrscheinlich auch billiger, als wenn ich den Server einfach miete. Als wenn ich einfach einen Server miete da. Ich muss aber mal gucken, ob ich dann überhaupt die Sachen auch kriege, die ich da, die ich haben möchte. Weil das irgendwie nur so ein Verein ist, der das anscheinend anbietet. Und kein professionelles Unternehmen. Ich bin mir da aber auch nicht ganz sicher. Ich muss doch mal schauen. Ich habe da mal eine E-Mail hingeschrieben und wenn das alles geklappt hat, dann kann ich ja das WoW-Let's Play zumindest auf der Website veröffentlichen. In besserer Qualität. Auch in 1080p sieht es dann besser aus. Und in 1440p sowieso. Da muss ich mal gucken, dass ich da tatsächlich zwar auch 1440p anbiete, aber dann halt auch wegen des Traffics halt so eine kleine Sperre reinbaue, dass nur Leute, die auch wirklich einen Monitor mit 1440p haben, das auf 1440p gucken können. Weißt du, weil sonst, oder zumindest ein Monitor mit mehr als 1080p. Weißt du, wenn der Monitor nämlich nur 1920 mal 1080 Pixel hat, dann brauchst du kein 1440p gucken, wenn 1080p eine ausreichende Qualität hat, ist klar. Das schont auch die Bandbreite, weil das nur halb so groß ist etwa. Oder, ja, ein bisschen mehr als halb so groß. Ne? Also da ist schon sinnvoll irgendwie, wenn man da wirklich den Leuten nicht die Möglichkeit gibt, auf 1440p zu gucken, wenn sie nur einen 1080p-Monitor haben. Ne? Bei YouTube ist es anders. Da kann man auch mit einem 1080p-Monitor 1440p gucken. Aber die haben ja auch viel mehr Geld. Ja, ist ja, Google hat das ja gekauft. Die haben Milliarden an Gewinn gemacht, glaube ich. Ich glaube, es waren irgendwie 10 Milliarden Gewinn oder so. Ja, da haben sie genug Geld, um die Server zu bezahlen, ja. Mal abgesehen davon, dass die gar nicht im Gewinn drin sind, sondern die sind schon in den Ausgaben mit drin. Also das ist also der Gewinn ist natürlich das, was übrig bleibt, wenn man die Serverkosten abzieht. Sowohl für YouTube als auch für die Google-Server und so weiter. Da kommt ja einiges zusammen an Kosten. Die haben ja ein paar Millionen, ich glaube eine Million Server oder so haben die bestimmt. Vermute ich jetzt mal. Also nicht weniger auf jeden Fall. Irgendwo hier ist eine Wegmarke. Wo denn? Ach, da oben. Hier ist aber auch irgendwas. Ich kämpfe mich hier mal durch. Schauen wir mal. So, ich hoffe, ich überlebe das hier einigermaßen unbeschadet. Ich hoffe, ich überlebe es überhaupt. Sagen wir es mal so. Ja, tja. Wo war ich gerade stehen geblieben? Ach so, ja. Bei Google ist es ja einfach. Ich musste halt mal gucken. Also, ich meine, gut, einfach nicht, aber die haben halt genug Geld. Ja. Und, die haben auch wirklich Leute, die sich drum kümmern. Und ich muss das ja dann alles alleine machen. Ich muss da mal gucken, wie ich das mache, ob ich das überhaupt mache. Eigentlich lohnt es sich nicht unbedingt, finanziell, aber dann ist die Qualität halt besser. Aber da müsste ich schon, also, was schon sinnvoll wäre, wäre wirklich, wenn ich das erst mache, wenn ich wirklich auch genug Zuschauer habe. Das heißt, so um die 10.000 Abonnenten oder 10.000 Zuschauer pro Tag oder so. Andererseits ist das Problem, dass es dann auch immer mit der Zuschauerzahl skaliert. Das heißt, wenn ich da irgendwie 10.000 Aufrufe pro Tag habe, brauche ich entsprechend auch viele Server. Und dann lohnt sich das wiederum nicht. Ich frage mich, wie YouTube das macht. Gut, die haben dann natürlich kleinere Dateien. Aber trotzdem, das ist ja, das kostet doch eigentlich so viel. Hm. Aber es ist wahrscheinlich ein bisschen billiger, weil die müssen ja nicht, die haben ja nicht eine, also die haben ja dann ihre eigenen Server. Das ist immer ein bisschen billiger, als wenn du die mietest, weil wenn du die mietest, dann kriegen die alle nochmal, dann kriegen so viele Leute da wieder Geld, die ganzen Support-Unternehmen und was weiß ich da alles.
Na gut, Google hat ja auch Mitarbeiter. So ist es ja nicht. Ich weiß nicht, ob das wirklich billiger ist. Ich vermute fast ja. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Keine Ahnung. Tja. Zumindest müssen sie sich nicht an irgendwelche Tarife von wegen... weißt du, am besten noch mit Traffic. Begrenzung. Weißt du, dass du nur 10 Terabyte oder 1 Terabyte Traffic hast dann am Ende. Und dann hast du plötzlich jemanden, der dir das ganze Terabyte an Traffic verbraucht, weil er die ganzen Videos guckt und dann zahlst du am Ende drauf ein paar Cent pro Gigabyte. Traffic wohlgemerkt, ja. Pro Gigabyte ein paar Cent. Also bei Strato zum Beispiel hast du 5 Terabyte. Wenn du die 1 Gigabit Option nimmst, hast du 5 Terabyte. Im Moment ist es so und zahlst dann praktisch für jedes Gigabyte da drüber 14 Cent oder so. So war das irgendwie. Und stell dir mal vor, du bist jetzt da 100 Gigabyte drüber, wären ja schon 14 Euro, ja. Und bei 1000 Gigabyte, also einem Terabyte drüber, wären schon 140 Euro, ja. Das ist voll nicht übertrieben oder so. Ach Mist, jetzt habe ich die schon wieder getriggert, das wollte ich gar nicht. Wieso sind die eigentlich schon wieder da? Ich habe doch... Das gibt's doch nicht.